meinst so? Ja, und jetzt versuch einen Doppelwusch. Oh, wie ein W, oder? Richtig. Und nun versuchen wir einen Loop-de-Looping. Der geht wie der Buchstabe O. Okay, geht sofort los. Oh, ja! Da ist das Sein, wenn gemeinsam wir beide so fliegen. Oh, oh, oh. Leicht sind wir und sausen geschwind wie der Wind. Oder noch schneller. Die Welt, die wir sehen, sieht so grün aus, so schön und gediegen, wenn wir fliegen. Schwingen und schweben und Loopings geben macht Freude. Bravo, Cassie. Heb deinen Schwanz wie beim Tanz, so beschleunigen wir. Schöneres gibt es als zu fliegen, fliegen, wenn ich fliege mit dir. So schön ist das Fliegen, fa 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 fliegen, so schön ist das Fliegen mit dir. Was uns betört, wenn man's hört, ist das Lied, das der Wind singt. Glücklich sind wir, denn der Himmel ist unsere Wir. Nicht Schöneres gibt es als zu fliegen, fliegen, wenn ich fliege mit dir. So schön ist das Fliegen, fa 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 fliegen, so schön ist das Fliegen mit dir. So schön ist das Fliegen, fa 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 fliegen, so schön ist das Fliegen mit dir. Es macht echt riesig viel Spaß, mit dir zu fliegen, Eule. Gibt es noch mehr Buchstaben? Ich meine Tricks, die du mir zeigen kannst? Also, es gäbe dann noch den Sturzflug mit der Flatter nach oben, der ungefähr dem Buchstaben L entspricht. Aber das ist ein sehr schwieriges Flugmanöver. Bitte, Eule. Na schön, in Ordnung. Wer weiß, vielleicht tut es meinen alten Federn ja gut. Mir noch! Autsch! Eule! Alles in Ordnung? Ich glaube, es hat meine Flügel erwischt. Oh, ich hole sofort Hilfe. Cassie kam mit Kenga wieder, die sich um Eule kümmerte. Autsch! Keine Angst, Eule, das wird schon wieder. Du hast dir deinen Flügel etwas verstaucht. In ein paar Tagen wird alles wieder gut sein. Ja, ja. Oh, ich danke dir, Kenga, für deine Fürsorglichkeit in einer so schwierigen Zeit. Ja, und wie ich bereits sagte, ruh dich ein wenig aus, dann wird es dir in 0, nichts wieder besser gehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Kenga. Fluguntauglich. Ach, irgendwann musste es ja mal passieren. Was musste mal passieren? Wie es aussieht, haben die Jahre schließlich ihren Tribut von diesem wagemutigen Flieger gefordert. Aber, Eule, Kenga hat doch gesagt, du musst dich nur für ein paar Tage ausruhen. Einen der ganz Großen. So hat man mich in meiner aktiven Zeit als Flieger genannt. Wow, bist du das? Ja, das bin ich. Eule und die gefiederten Fliegerasse. Die beste Flugschau weit und breit. Das war... Ach, was würde ich dafür geben, wenn ich die Zeit dieser glorreichen Flugschauen noch ein einziges Mal erleben dürfte. Kann ich mir die mal ansehen, Eule? Ja, Cassie, natürlich. Nimm sie mit. Okay, Eule, wenn du das sagst... Gefederten Fliegerasse. Eule hat schon so viele tolle Sachen gemacht. Und er war so freundlich zu mir. Ich wünschte, ich könnte ihn irgendwie aufheitern. Aber wie soll ich das machen? Ich kann ihn ja schlecht in die alten Zeiten zurückbringen. Hey, Moment mal. Das ist es. Wenn ich ihn nicht in die alten Zeiten zurückbringen kann, bringe ich die alten Zeiten zu ihm. Ich werde eine eigene Flugschau veranstalten. Genau. Und so flog Cassie los, um ihre Freunde von dieser Idee zu begeistern. Jetzt
wisst ihr, warum ich diese Flugschau veranstalten will? Ich glaube, das ist das Einzige, was Eule aufmuntern kann. Sicherlich, Cassie. Wir helfen dir sehr gern dabei. Oh ja, das klingt sehr aufregend. Toll, ihr seid also dabei. Okay, hier ist mein Plan. Also, ich schaue auf verschiedene Teile. Hallo, Ferkel. Wie kommst du mit dem Spruchband voran? Oh, sehr gut, Cassie. Ich zeig es dir. Aha, das ist also der kleine Entwurf für das große Spruchband? Oh nein, das ist das große Spruchband. Da ist der kleine Entwurf. Oh, großartig. Aber unserem Freund Eule zu Ehren muss das noch viel, viel größer sein. Ungefähr 10-mal so groß. Oh, okay. Wow, da brauche ich einen größeren Pinsel. Hi, Pooh. Wie weit bist du mit deinen Ballons? Weißt du, Cassie, ich hatte ein paar Schwierigkeiten, Ballons zu finden. Aber geht das nicht auch? Also, ein Ballon ist das ja eigentlich nicht, Pooh. Ja, ich weiß. Das liegt daran, dass es ein Ball ist. Okay, neuer Plan. Keine Ballons mehr, dafür schöne Girlanden. Oh, danke. Vielen Dank. Ongs. Teil von den Ballons, den habe ich in der kurzen Zeit einfach nicht gefunden. Okay, also versuch's mit Girlanden. Und vergiss nicht, es ist für Eule. Hi Tigger, hi IA. Na, wie läuft's bei euch? Absolutistisch fantastigerisch. Ja, absolut fanta. Und so weiter. Toll, ich bin froh, das zu hören. Und wie funktioniert euer Trick? Er tritt da auf die Wippen. Und ich mach die Fliege. Wir demonstrieren es, IA. Ich versuch's. Ja, wir arbeiten noch an ein paar kleinen Finessen. Okay, toll, Jungs. Aber ihr müsst euch ranhalten, sonst geht es Eule schon wieder besser, bevor wir die Schau gezeigt haben. Ab geht's. Und so erhielt Eule ein paar Tage später eine ganz besondere Einladung, die da lautete: Komm raus auf deine Veranda. Was hat denn das zu bedeuten? Ah, Cassies fantastische Flugschau und Revue. Oh, wundervoll. Nimm Platz, mein Freund Eule, um die Show deines Lebens zu genießen. Oh. Oh, oh, bravo, bravo. Achtung, Stein. Okay, los. Hoho, vorzüglich. Und jetzt geht's rund. Ausgezeichnet, perfekt ausgeführt, Cassie. Wunderbar. Und jetzt folgt ein ganz besonderer Trick für unseren lieben Freund Eule. Ich hatte nicht besonders viel Zeit, ihn zu üben, aber los geht's! Oh, grandioser Looping, Cassie! Ein vorzügliches O! Ein Doppelwusch zum W, du meine Güte! Sag bloß, jetzt will sie noch das L fliegen! Aber sie hat doch keine Ahnung davon, wie das geht! Cassie! Versuch es nicht! Das ist viel zu gefährlich! Auf geht's! Der Sturzflug! Und die Flatter nach oben! Ah! Ah! Cassie! Ich hab dich! Oh. Du meine Güte! Herrje, das war ein toller Trick, Eule. Ein Trick? Ja, du bist ganz schön flink für einen Federwisch in deinem Alter. Danke, Eule. Das war echt heldenhaft. Na ja, also ich glaube, diese Flügel werden mir noch einige Jährchen gute Dienste erweisen. Aber weiter mit der Flugschau. Cassie, sollen wir? Ja, ab in die Luft. Und so endet die Geschichte davon, wie Cassie und ihre Freunde die große Flugschau im 100-Morgen-Wald veranstaltet haben, die Eule für immer in Erinnerung bleiben wird.